Ein Schwerpunkt von der Gourmesse ist die vegane Sondershow. Nicht für Birkenstock-tragende Körnepicker, sondern für emanzipierte Genussmenschen und Trendsetter. Die vegane Küche liegt im Trend. Auch die Nachfrage nach veganen Produkten nimmt immer mehr zu. Mit einer Sondershow wird die Gourmesse der steigenden Nachfrage gerecht. Es ist sicher eine grosse Offenheit herum. Gerade in den letzten Jahren, den letzten 3-4 Jahren hat sich sehr viel verändert. Es gibt viele neue Produkte. Sie haben dazugewonnen, was auch den Geschmack anbelangt. Es hat sehr viele Novitäten herum. Und das merkt man. Also die Leute sind neugierig, möchten wissen, wie schmeckt das und probieren den auch aus. Genussmomente à la vegan, ausschließlich auf pflanzlicher Basis, werden hier feilgeboten. Obwohl die vegane Küche eine ausgewogene Ernährung möglich macht, kämpft diese Küche nach wie vor gegen Vorurteile. Was mir ganz häufig gefragt werden, ist erstens, was kannst du denn überhaupt noch essen? Wir hätten das Gefühl, wir sind alles so ein bisschen Spargel, das ist überhaupt nicht der Fall. Und auch woher kommt das Protein über, also das Eiweiß? Wir haben das Gefühl, im Fleisch hat sehr viel Eiweiß, das ist ja so. Aber es gibt halt auch wirklich sehr viele vegane Produkte, wo es genug Eiweiß drin hat. Die Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort von der veganen Geschmacksvielfalt und den Highlights überzeugen. Ich persönlich habe 3 Highlights, ich glaube Besucherinnen und Besucher auch. Das ist einerseits ein wahnsinnig guter Schoki-Aufstrich, der ohne Palmfett auskommt, was ich persönlich super finde, der einfach auch geschmacklich sensationell ist, wie so ein bisschen das Innere von einem Trüff, wo man Lust hat, um sich reinzulegen. Es gibt sehr feines veganes Glace und vegane Guetzli. Und mein wirklich ganz persönlicher Highlight, das ist ein veganer Camembert, wo ich skeptisch war am Anfang und gedacht habe, schmeckt das denn? Aber er ist sensationell, cremig, weich, ein richtig schöner Schimmel. Also ich finde das ganz toll. Bei diesen Delikatessen dieselben geschmacklichen Texturen zu erreichen, ist die große Herausforderung. Ganz ohne tierische Produkte. Und beim Veganen muss man da halt Alternativen finden, die das gleiche Ergebnis hinbringen, ohne dass es jetzt zum Beispiel das Guetzli verbröselt oder der Schoki-Aufstrich einfach nur viel Zucker drin hat oder halt die Cremigkeit bei einem Käse. So, das sind die Herausforderungen. Ja. Und das sind die 3, die ich da jetzt erwähnt habe, sensationell gelöst.